Razzo raus! Das forderten vor gar nicht allzu langer Zeit viele wütende Fans des FC Bayern, Teile der Medien und kritische Experten. Sportvorstand Hasan Salihamidzic war angeschlagen, wurde teilweise sogar regelrecht angefeindet. Mitte Juli 2022 hat sich das Blatt gewendet. Razzo ist oben auf, denn er hat diesen Sommer geliefert. Und wie? Doch bevor wir uns damit befassen, was Razzo diesen Sommer alles richtig gemacht hat, ein kurzer Rückblick, warum er überhaupt in der Kritik stand. Der Abschied des bei den Fans sehr beliebten und überaus erfolgreichen Ex-Coach Hansi Flick wurde ihm angekreidet. Dazu schaffte er es nicht, den Vertrag mit Vereinslegende David Alaba zu verlängern. Der Österreicher ging zu Real Madrid, wie Boateng und Süle verließ er den Club ablösefrei. Wichtige Spieler gingen für kein Geld und sehr viele teure Transfers, die Salihamidzic bis dahin getätigt hatte, floppten dafür. Für reihenweise. Bounassar, Marc Rocker, Michael Cuisance, Douglas Costa, Omar Richards, Marcel Sabitzer und sogar Dayot Upamecano spielte ein enttäuschendes erstes Jahr. Die Kritik wurde immer lauter. Auch intern stellten sich einige die Frage, ob Razzo noch der richtige Mann für den Posten war. Im Sommer 2022 sieht das aber auf einmal ganz anders aus. Paukenschlag Nummer 1, der Kauf von Sadio Mané. Er war Bayerns Statement-Transfer. Der Senegalese gewann in Liverpool alle großen Titel, wurde Afrikameister und ist jetzt heiß auf die Zeit in München und in der Bundesliga. Paukenschlag Nummer 2, der bevorstehende Transfer von Matthijs de Ligt. Bayern und Juventus sind sich einig, der Spieler stand ohnehin schon beim FCB im Wort. Die Eckdaten des Megadeals: 80 Millionen Euro Ablöse, 12 Millionen Euro Jahresgehalt, Vertrag bis 2027. De Ligt ist einer der Top-Verteidiger des Planeten und mit 22 im allerbesten Alter. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive haben die Bayern ihren Kader so richtig verstärkt. Und das war noch nicht alles. Nusair Masraoui und Ryan Gravenberg kamen von Ajax Amsterdam und verstärken den Kader in der Breite. Dazu schaffte es Razzo, Altlasten loszuwerden. Und das sogar mit Gewinn. Marc Rocker ging zu Leeds United, Omar Richards zu Nottingham. Weitere Abgänge sind fest eingeplant. Bounassar steht ganz oben auf der Liste und sogar ein Verkauf von Benjamin Pavard oder Tanguy Nianzou ist realistisch. Und verkaufen kann Razzo. Das haben er und seine Vorstandskollegen bei Robert Lewandowski gezeigt. Der Pole ist mit rund 50 Millionen Euro Ablöse Bayerns teuerster Verkauf ever. Durch Boni wird diese Summe sehr wahrscheinlich sogar noch auf 60 Millionen steigen. Für einen bald 34-Jährigen mit nur noch einem Jahr Restvertrag eine Megasumme. Doch nicht nur in Sachen Transfers hat Razzo geliefert, auch beim Thema Leistungsträger zu halten. Serge Gnabry unterschrieb nach langem Zögern doch noch einen Vertrag bis 2026. Zitat: "Es ist etwas Besonderes, weil ich hier mit meinen Freunden auf höchstem Level zusammenspielen kann." Und damit gab er auch gleich noch einen Grund an, warum Razzo geliefert hat. Alle Spieler haben Bock auf den FC Bayern. Mané, De Ligt, Gravenberg und jetzt auch Gnabry. Sie alle konnte Salihamidzic zusammen mit Trainer Julian Nagelsmann von seinem Projekt überzeugen. Oder wie Razzo selbst gesagt hat, der FC Bayern ist sexy für die Spieler. Davon sind auch zwei weitere Namen auf Bayerns Liste überzeugt. Das erst 17 Jahre alte Sturmtalent Matthijs Thel will laut Sky Infos nur nach München. Auch Konrad Leimer will kommen. Die Verhandlungen mit Stadren und RB Leipzig sind die nächsten Tasks auf Razzos Liste. Ein Blick auf die vergangenen Wochen zeigt, Bayern-Fans können da durchaus optimistisch sein. Wie bewertet ihr diese Transferperiode des FC Bayern? Hat Razzo so richtig geliefert oder seid ihr erst zufrieden, wenn CR7 auch noch kommt? Schreibt uns in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.